So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich zeige euch mal das Bild, das ich heute dazu habe. Ich gehe mal näher hin, ihr seht es, da habe ich weinende Smileys. Und wenn man weiter weg geht, sieht man in Kristallinen das Herz. Und hallo, ich sehe ein paar Zuschauer. Hallo, lieber Alfred. Hallo, liebe Maria, Eva Maria. Ja, man sieht mit diesen Kristallen das Herz. Und immer wenn jemand zu mir in die Beratung kommt, dann sage ich, schau mal, auch wenn es dir im Moment gerade so geht, überall drüber im Großen ist das Herz und ist die Liebe und die finden wir wieder. Ja, so, drehe ich wieder um. Hallo, liebe Clara. Liebe Liliane, ich heiße euch ganz herzlich willkommen heute und ich möchte gleich vorweg sagen, ich bin heute sehr emotional, sehr emotionalisiert und es kann sein, dass ich sehr aufgeregt wirke, klinge, weil ich bin's auch echt. Me too. Ich möchte hier gerne beginnen mit meiner eigenen inneren Welt. Ich habe Me too, also zuerst natürlich mitgekriegt, dieser Silberstein oder wie er heißt, habe mir gedacht, grauenvoll. Dann habe ich gesehen, es beginnt mit diesem Me Too auf Facebook. Meine ersten Gedanken waren, was ist denn das? Hä? Muss das jetzt sein? Ein Tag später, man ist ja um das Me Too nicht rundum gekommen. Ein Tag später habe ich mir gedacht, na, muss ich jetzt da jede Frau irgendwie selbst darstellen? Ist das jetzt ein Witz oder was wird das? Ein Tag später, eine Frau, die ich sehr, sehr schätze, erzählt ihre Erfahrung, wie sie sich gewehrt hat. Mein nächster Gedanke, na bitte, soll ich mich jetzt hier hinstellen und heroisch von mir erzählen, wie ich mich gewehrt habe oder was soll das werden? Und dann noch zwei, drei Tage später hat es gedauert, bis ich dann angefangen habe, die MeToo-Kommentare wirklich zu lesen. Und ich bin dann draufgekommen, dass ich mir innerlich gedacht hatte, na geht, das hat eh jeder erlebt, müssen wir jetzt darüber reden, muss ich jetzt da in den Schmerz, interessiert mich gar nicht. Ich hatte eine Abwehr ohne Ende. Und dann habe ich angefangen, die Geschichten zu lesen. Tag drauf habe ich angefangen, den Schmerz zu spüren. Den Schmerz zu spüren, den auch ich erlebt habe, den Schmerz zu spüren, den wir ganz, 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 ganz viele Frauen erlebt haben und mich auf dieses Thema einzulassen. Und dann kam der Tag, wo ich mir gedacht habe, so, ich will auch Me Too. Ich will mich jetzt auch hier herstellen. Ich will den Mut haben, das hier auf meiner Timeline zu posten. Und wisst ihr, was ich Angst hatte? Ich bin an diesem Tag so mit eingezogenem Kopf, ich schwöre, mit eingezogenem Kopf durch den Tag gegangen, weil ich Angst hatte, den ganzen Tag, dass Kommentare kommen wie, ja, wenn du Auto stoppen gehst, bist du selber schuld, dass dich einer nicht mehr aus dem Auto rauslässt. Wenn du mit Bauarbeitern in der Schweiz da irgendwo hinfährst, bist du ja selber schuld, wenn du mit Männern, die du nicht kennst, weggegangen bist, dass die dich fast vergewaltigt hätten und ich nur Glück hatte, dass ich davon gekommen bin. Ich habe damit gerechnet, dass ich beurteilt werde, dass ich abgewertet werde, dass es Kommentare gibt mit, ja, wie bist du anzogen gewesen? Ich bin eine Frau von 54 Jahren und ich sage euch, wir sind so sozialisiert worden. Ich kann mich erinnern, wie bei mir zu Hause am Tisch geredet wurde, wenn es hieß, irgendjemand wurde vergewaltigt. Was hatte sie an? Könnt ihr das einmal spüren? Könnt ihr das einmal spüren? Da wird ein Mensch vergewaltigt oder misshandelt oder sonst irgendetwas. Und die Frage ist nicht die arme Frau oder was auch immer, sondern was hatte sie an? So. Jetzt mal dazu.
Und ich habe euch jetzt ganz ehrlich von meinen Gedanken erzählt, aus dem Grund, weil ich mich nicht besser machen möchte als alle anderen, weil ich euch zeigen möchte, wie die Mechanismen laufen. Die Mechanismen laufen so, wir haben jahrelang gelernt, wenn ich nichts sage, werde ich nicht beschämt. Öffentlich werde ich nicht diffamiert, werde ich nicht beschimpft, werde ich nicht gefragt, was hattest du an? Warum bist du da überhaupt hingegangen? Gut, dann habe ich das veröffentlicht. Es gab keine Diffamierung. Ich war so erleichtert am Abend des Tages. Das nächste Gefühl bei mir war, wow, das gibt mir Kraft. Es gibt mir Kraft, wenn ich weiß, da gibt es noch eine Frau, da gibt es noch eine Frau, da gibt es noch eine Frau. Es gibt mir Kraft, wenn ich weiß, ich kann in Zukunft sagen, hallo, tu deine Hand hier weg. Hallo, schau mich nicht so lüstern an. Hallo, dieses darfst du nicht zu mir sagen, das ist sexuell übergriffig. Weil ich weiß, da gibt es noch eine Frau, die wird sagen, ja, das darfst du nicht. Anstatt fünf Männer, die lachen und sagen, hahaha, du verstehst ja keinen Spaß, bist rigide, bist verklemmt. Welche Frau von euch kennt das nicht? Welche hat das noch nicht gehört als Maßnahme, um dich klein zu machen? Ja, so, jetzt komme ich zum, ich habe heute zum ersten Mal einen Spickzettel gemacht, ich schwöre es euch, weil ich so emotionalisiert bin. Ja, und jetzt komme ich, warum ich überhaupt dieses Video mache, zu Nina Proll. Eine Nina Proll, die sagt, sexuelle Avancen sind für sie Komplimente, Bestätigungen, dass sie sexuell attraktiv ist. Und man soll sich doch nur wehren. Und gerade vorher hat mir die Sabine Aigner noch das Statement zum Felix Baumgartner dazu gestellt mit, ja, solche Frauen wie er, werde ich. Ich stehe auf Frauen, die sich wehren. Ja. Zu diesem Punkt des Wehrens möchte ich jetzt eine kleine kabarettistische Einlage bringen, weil es mich so emotional aufwühlt, dass ich es nur noch mit Ironie wegbringe. Also ich stelle mir das jetzt so vor. Da ist einer, der will mir auf den Busen greifen. Und habt ihr das auch schon erlebt, wenn das einer einfach will oder auf den Hintern oder dich einfach packen, dass der sagt, du, ich würde dir jetzt gerne auf den Busen greifen, darf ich eh? Und dann sage ich, nein, das will ich nicht. Ach so ein blöder Gedanke, na dann tue ich es natürlich nicht. Ja. Ach, das ist so super, Nina Proll, dass es bei dir so toll läuft, dass dich der Vergewaltiger vorher fragt, du, darf ich dich vergewaltigen? Macht's ja eh Spaß. Alter. Sollte es irgendjemand noch nicht begriffen haben, sexuelle Übergriffe kommen ohne Vorankündigung. Die kommen, wo man es nicht erwartet. Die kommen von hinten, von oben, von unten. Ich bin in Paris auf Le Coq in die Schauspielschule gegangen, ein Jahr lang. Und ich bin etwas runder, wie ihr seht oder wisst. Und die Französinnen sind im Schnitt sehr, sehr dünn. Und jeden Tag, wenn ich zur Schule gegangen bin, hat mir mindestens einer einfach beim Vorbeigehen tschack auf den Busen gegriffen und ist weitergegangen. Ich bin schon so rasend geworden, dass ich jedes Mal geschrien hab, du Schwein, du Elendes. Und wisst ihr, wie die reagiert haben durch die Bank? Pardon. Ja. Und was hätte ich da machen sollen? Ein Fußgänger, der an mir vorbeigeht, am Busen dran war. Na, wo hätte ich mich denn wehren sollen? Ihm nachher eine hauen, damit wir dann wirklich einen Kampf haben? Wie soll das gehen mit dem Wehren? Oder wenn ein Vergewaltiger kommt? Wenn der viel stärker ist. Und ihr könnt euch vorstellen, ich lasse mir sicher nichts gefallen, wenn es geht. Aber einmal hätte es mich fast erwischt, wenn ich nicht so ein irrsinniges Glück gehabt hätte. Und ja, das wäre jetzt mal zu Nina Proll und Baumgartner und bezüglich sich wehren.
Noch dazu, wenn der Baumgartner sagt, er steht auf starke Frauen, die sich wehren, da ist ja schon ein Schritt übergangen. Warum müssen sich die Frauen wehren müssen? Warum darf er sich daran begeilen, dass er es toll findet, wenn Frauen stark sind, die sich wehren? Ich will, dass sich gar niemand wehren muss. Wie kommen wir dazu, uns wehren zu müssen? Gehe ich durch die Straßen und greife irgendeinem Typen am Schwanz? Entschuldigung, wenn ich jetzt so primitiv bin. Ja, so, und jetzt möchte ich gerne euch erzählen, was hat das mit deiner Beziehung zu tun? Jetzt könnte man natürlich sagen, das spielt ja nicht in deine Beziehung hinein und bei euch ist alles ganz anders und es ist alles sehr achtsam und so weiter und so fort und das glaube ich dir und das glaube ich euch und so weiter und so fort und jetzt erzähle ich euch trotzdem, wie das in deine Beziehung hineinspielt und in meine genauso. Ich möchte dazu noch mal kurz ausholen, eine Geschichte, die ich in Linz erlebt habe, als ich meine Schauspielausbildung, mein Studium gemacht habe. Da war ich war sehr alt, also ich habe mit 26 erst mein Schauspielstudium begonnen, bin in allem so alt, auch als Paarcoach mit 50, ja, begonnen. Da saßen Frauenabend, Mädelsabend, die anderen Mädels waren wahrscheinlich zwischen 18 und 22, 23, ich war so circa 28, 29, 30. Und da ging es um sexuelle Erlebnisse. Und dann habe ich erzählt, also wirklich, wirklich einfach so erzählt, wie es halt oft meine Art oder meist meine Art ist, und habe erzählt, na, und da bin ich mit einem nach Hause und dann sind wir im Bett gelandet und auf einmal hat mich der so gekraust, dass ich aufgestanden bin, mich angezogen habe und gesagt habe, so, ich gehe jetzt. Und der ist im Bett gelegen und hat die Welt nicht mehr kapiert. Der sagt, was, du gehst jetzt, das kannst du jetzt nicht machen. Schau mal hier, das Ding, das steht, was soll ich jetzt machen? Das tut mir ja weh, wenn ich das nicht loswerde. Und ich habe nur gelacht und gesagt, ja, das ist also wirklich nicht mein Problem. Du hast selber eine Hand und nein, danke, ich gehe jetzt. Mir gefällt's nicht mehr. Tschüss. Und dann wir waren ungefähr 12 Ladies, und bitte modern, ja, Schauspielstudentinnen, Sängerinnen vom Jazz, nicht Klassik, Jazz, die sind ein bisschen moderner, glaubt man, und so weiter und so fort. Und die haben die Welt nicht mehr verstanden. Was, du bist dann gegangen? So, ja, sicher. Warum nicht? Ja, und dann ging wirklich, nach langem betretenen Schweigen, das Gespräch los mit... das habe ich mich noch nie getraut, das hätte ich noch nie gemacht, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich war schon, jeder war irgendwann mal in seiner Situation, wo sie gespürt hat, boah, das stimmt nicht mehr oder das ist unangenehm oder der will etwas, was ich nicht will. Und die haben dann gewartet, bis es vorbei ist. Oder haben mitgespielt, dass es vorbeigeht oder haben den Orgasmus vorgetäuscht, damit es schneller geht. Und das ist jetzt der Grund, wo ich sage, bitte, dieses Me Too, das spielt so, 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 so in unsere Beziehungen hinein. Und wisst ihr warum? Weil das Me Too hat damit zu tun, ich darf spüren, was ich empfinde. Ich darf meine Gedanken, die ich höre, ernst nehmen. Ich darf diese Gedanken auch laut aussprechen. Und es gibt kein Dogma, das mir sagt, dass ich den Sex, dass ich die Annäherung und auch wenn es nur ein Streicheln ist am Anfang oder auch während einer Beziehung, wenn ich spüre, jetzt mag ich nicht, dass wer mir auf meine Brust greift, dann darf ich jetzt sagen, du, ich mag das jetzt nicht. Und ich darf während des Sex sagen, du, mir gefällt das überhaupt nicht, wir beenden das hier. Oder, du, ich hätte gern was anderes, ich brauche das und das. Oder, wenn er seinen Orgasmus holt und du keinen hast, dass du sagen kannst, lieber Herr und ich? Ich habe da öfter auf wirklich erstaunte Gesichter geschaut. Ich bin ja nicht eine Befriedigungsmaschine. Hallo, ich auch. Also lass dir was einfallen.
Also ich weiß, ich bin keine Sexualtherapeutin. Ich hatte insofern echt nie ein Problem, darum wäre ich keine gute Therapeutin, weil ich die Probleme nicht kenne. Aber was ich hier jetzt an dieser Stelle im Zusammenhang mit MeToo euch sagen möchte und was ich in meiner Praxis mitkriege, wenn es um ein Selbstwert-Coaching geht und wenn es um ein Selbstliebe-Coaching geht und auch um ein Beziehungs-Coaching geht, wenn du dir erlaubst, spüren zu dürfen und auch als Mann, wir Frauen sind so selbstsicher geworden in Beziehungen, dass wir auch manchmal sagen, hey, jetzt haben wir endlich wieder mal Sex, was ist los, jetzt gib mal Gas, jetzt war es schon länger nichts mehr und so weiter und so fort. Auch Männer fühlen sich unter Druck gesetzt und auch Männer mögen das nicht. Und wenn auch Männer wissen, am Schluss des Abends muss ein Abschuss oder ein Orgasmus stattfinden, dann kann passieren, dass die den Abend nicht mehr mit dir verbringen wollen. Und die Frauen natürlich auch. Und das bedeutet, liebe, 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 liebe Menschen, dieses Me Too ist so eine wundervolle Chance, doch mal bewusst zu machen, du darfst spüren, was du spürst. Du darfst die Gedanken, die du hörst, sofort aussprechen. Ich hatte jetzt die Woche eine Dame hier, zwei Damen hier, also natürlich je allein, wo die eine gesagt hat, ja, und dann hat er mir an dem Busen gegriffen und ich wollte das eigentlich überhaupt nicht. Und sage, hast du das gesagt? Nein, habe ich mir gedacht, naja, er wird dann schon wieder aufhören und so weiter und so fort. Nein, Kinder, nein, es darf euch niemand nirgends berühren, auch dein Partner nicht, auch deine Partnerin, wenn du dich nicht danach fühlst. Du darfst es nicht wollen. Du darfst sagen Nein. Und du darfst auch sagen, eine sexuelle Avance ist ein Übergriff, weil es dich nicht in deiner Fraulichkeit bestärkt. Also ich sag's euch ganz ehrlich. Ich weiß, ich bin schön, intelligent, sexy und liebenswert. Ich brauche keine Avancen, um das zu spüren. Ich weiß das von mir, von innen heraus, zum Glück. Seit ich diese Themen Selbstwert und Selbstliebe und Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen heilen konnte. Ich weiß das von mir innen heraus. Ich brauche doch keinen Mann, der mir zu nahe kommt, um das zu wissen. Lieber Gott, da weiß ich nur, Alter, Schlechte. Weil du gehst über meine Grenzen. Ja, ich wiederhole mich, Entschuldigung. Es geht mir so nahe, wenn ich diese Geschichten bei mir in der Praxis höre. Und wenn ich dann höre, dass man sich berühren lässt und dass man dann einen Orgasmus vortäuscht, damit es schneller vorbei ist. Zu diesem Thema noch etwas. Auch wenn ihr glaubt, das ist modern, dann macht's bei mir Hashtag altmodisch Hilde fair. Ist mir auch wurscht. Aber einen Orgasmus vortäuschen, ich sage euch was, das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht und das werde ich bis an mein Lebensende auch nie machen. Und wisst ihr warum? Warum soll ich einem Typen das Gefühl geben, er war gut, wenn er scheiße war? Ha? Warum? Nein, das ist dasselbe wie Me Too. Wenn er es schafft und wenn es gut läuft, ja dann bin ich sofort dabei. Aber doch nicht, um ihm das Gefühl zu geben, er war gut. Kinder, wir sind im, ich weiß nicht, wie vielten Jahrhundert. Er soll gut sein, wenn er es ist, aber sonst nichts. Der soll konfrontiert werden damit, dass er nicht gut war. Dann darf er was dazulernen, wisst ihr? Manchmal verstehe ich die Welt nicht. So, und jetzt, meine Lieben. Wenn du eine MeToo-Geschichte hast und wenn du merkst, du lehnst das MeToo ab, schau vielleicht mal dahinter. Vielleicht hat das mit dir zu tun. Vielleicht hat es damit zu tun, dass du deinen eigenen Schmerz nicht spüren möchtest. Was ich aber gemerkt habe, dieses MeToo, das stärkt mich wahnsinnig. Also für mich nicht in sexueller Hinsicht. Ich habe schon gesagt, da bin ich sehr authentisch. Da habe ich wirklich Glück mit mir selbst. Aber
es stärkt mich mit jeglicher Art von Vertuschung. Also ich habe in der letzten Woche gemerkt, es gibt eine Geschichte in meiner Schwiegerfamilie, wo ich mir denke, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, diese Worte an Beleidigungen vom Schwieger irgendwas. Und ich habe es wirklich nur aufgrund von Me Too geschafft, wirklich zu sagen und hinzustehen und zu sagen, dieser Mensch betritt das Haus nicht mehr, bevor er sich nicht entschuldigt hat. Aus, Amen, Schluss, fertig. Egal wie sehr seine ganze Familie das vertuscht, ihn Komiker nennt, egal was auch immer, so darf mich keiner behandeln. Punkt, Amen. Ich liebe MeToo und bitte, vielleicht könnt ihr auch diese Kraft entdecken, die darin besteht, dass wir Frauen nichts mehr vertuschen müssen, nicht mal einen nicht gelungenen Orgasmus. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Wochenende. Ich liebe euch. Danke fürs Zuschauen.